Ich bin immer noch. Ich schlafe nicht. Ich reg der Fehler hier ein bisschen auf. Dann beheb ihn. Ich weiß nicht wie. Die ganze Kiste hier abbauen. Nur die ist komplett voll mit Cobblestones. Ja, dann mach dein Inventar leer. Nein, ich beobachte das. Ich beobachte das. Der Gast von letztens, der auf jeden Fall nicht cool. Fuck you! Der Enderman hat hier einen Kaktus auseinandergenommen. Reck! Alter Schwede, haut er rein. Wo sind? Das ist ein richtiger Endgegner, oder? Ja. Der Endgegner. Alter. Er wird uns alle vernichten. Er hat jetzt einen Kaktus. Wenn er den wirft, bist du tot. Oh oh. Schon wieder Unkraut. Ach, ich baue das jetzt ab. Pfui. Oh oh. Oh Gott, Explosion. Doc, oh, Diamonds. Okay, da das letzte Mal bei mir, Marco, mit dem Crossbreeding viel, viel besser geklappt hat, glaube ich, lag es daran, dass ich alles hatte, auch dieses Düngemittel und den ganzen Mist. Das kann gut sein, ja. Deswegen brauche ich Recycler. Nur da ja unsere Cobblestones im Nichts verschwinden, bringt der Recycler auch nichts. Ich komm gleich hoch und schau mir mal dein komisches System da an. Was du da gebaut hast. Ich glaube, es ist irgendein Fehler mit der Alchemie-Chester, mit der großen. Das Problem ist, das ging bei mir schon. Es lief ja ohne Probleme. Okay, jetzt kann ich eh nicht weitermachen. Meine Pickaxes sind alle kaputt. Ey, wir brauchen da dringend eine Treppe. Wir brauchen dringend einen Teleporter oder sowas. Na egal, dann vernichte ich jetzt vorerst mal die Cobblestones. Wir haben eh viel zu viele. Nein, was mache ich denn? Falsch, falsch, falsch. Oder lass sie? Ach, egal. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hast du mir Glowstones mitgebracht? Nein. Ich bin immer noch in meinem Tunnel. Eigentlich könnte ich hier unten auch eine Party schmeißen und du würdest es gar nicht merken. In deinem Tunnel. Mit den Garsts, so die dich als... Nein, die ich mit Fuck You beschimpft haben. Gute Gäste, Marco, gute Gäste. Die Pigmen sind okay. Ja, bis du aus Versehen irgendein Erz anhaust. Ja, wenn's den gehört, was soll ich machen? So. Da geht's. Ach, Schock. So, wie sieht's denn hier überhaupt aus? Das krattelt hier so vor sich hin. Netherracks brauchen wir eh nicht, oder? Schmeiß ich gleich in die Lava.
Ja, wenn du keinen Platz mehr hast, nicht? Später halt zum Recyceln. Wird einfach alles recycelt. Stimmt, ich kann mal die Recyclinganlage planen. Mach erstmal irgendwas fertig, Adam. Bevor du Recycle anfängst. Ja, aber die baue ich als nächstes. Achso. Wird das Ding schon richtig einsortiert oder was? Das Zeug. Ja, in Kisten halt bis jetzt nur. Aber wertvoll Shit ist eine Kiste. Ich muss mich strecken. So. Da muss noch per Hand brennen und so. Müssen eh unsere ganze Landschaft hier ein bisschen schöner machen. Warum? Sieht scheiße aus. Okay. Gott, wie mache ich das jetzt? Ach ja, so mache ich es. Okay. Gut, dass hier mein See ist. Ach so, ja, hier, sehr gut. Hier nochmal. So. Jetzt bring ich dir deine Glowstones mit. Juhu. Endlich. Gott, sind das viele. Ein riesiges Vorkommen ausgesucht. Okay. So. Das wird jetzt mal reichen. Wir brauchen echt mehr verschiedene Baumaterialien irgendwie. Ich überlege gerade, wie ich das Recycler-Ding baue. Das wird ja schon wieder aus Marmor. Ja, Steine, Cobblestones hast du ja genug. Hau sie in den Ofen. Oh, stimmt, wir haben jetzt Strom. Ah, komm schon. Das machen wir noch mit der Hand hier. Wie ein echter Mann. Okay. Ich sehe schon das Portal, ich sehe es schon. Und ich würde so gern dieses Lapis Lazuli hier abbauen. Aber hier sind so viele Pigmen. Hihihihihi. Was war das? Nichts. Wo bist denn du? Oder wann kommst denn du? Ja, es dauert noch ein bisschen. Nein! Verdammt! Ich bräuchte so einen Amboss. Das wäre jetzt geil gewesen. Duck. Tot. Das ist Bob. Das ist ein eingezogen. Zombie? Ich dachte, du bist gestorben. Deswegen habe ich mir einen neuen Freund gesucht. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Aber er scheint friedlich zu sein. Er mag uns, okay. Gell? Hey, Bob. Der kommt da auch nicht raus, gell? Irgendwie aus dem Ding hier. Hey, Bob. Der ist cool. Bob. Da schau. Bob ist cool. Lass mir Bob. Das ist mein Problem, Marco. Nein, das ist Marco. Nicht Bob. Bob ist unser Testy. Weil der Achso, muss stimmt. Namen. Das ist Kevin. Das ist Frankie. Kevin. Okay, Frankie. Frankie ist cool. da schau, das ist mein Problem, Marco. Es geht ins Nichts rein.
Und hier an der Kiste habe ich schon getestet mit Dirt. Da hat's geklappt. Da ist es wieder rein. Es war voll, ist wieder zurückgegangen. Und hier schießt einfach ins Nichts rein. An den Diamond Pipes brauchst du nichts rumfuchteln. Daran liegt sich. Sondern? Ja. Schau. Du machst hier in der Kiste alles mit Sand voll. Und so als wäre sie ja voll, gell? Die Dirt-Kiste da. Machen wir jetzt hier Dirt rein. Moment. Ja, die Diamond Pipes sind wie gesagt egal. Die haben nichts damit zu tun. Was ist mit dem. Ich check grad irgendwie nicht. Achso, ja. Eigentlich müsste das ja schon funktionieren. Jetzt funktioniert es auf einmal, der Fuck. Ja, hast du gerade was umgestellt? Ja. Nee! Da, ein paar sind gerade in die richtige Richtung gegangen. Warum das denn? Was hast du gerade gemacht gehabt? Ich hab den Cobblestone raus und wieder reingehoben. Na schau, das Dirt hier unten, Marco. Ja. Die Kiste ist voll, das Dirt geht hoch und geht hier in die Abtransportpipe. Ja, jetzt stimmt's. Siehst du? Ja, nee, aber jetzt hat's wieder aufgehört. Nein, das hat jetzt wieder aufgehört. Das hat nicht aufgehört, es geht ja gar nichts mehr rein. Ja, aber das gesehen. Schau, jetzt geht's wieder ins Nichts rein. Naja, bei mir geht's jetzt immer noch daraus. Schau. Wird das bei dir nicht angezeigt? Ah, oder? Doch, jetzt schon, jetzt schon. Ja, sag ich doch. Da, fuck. Ich dachte, du wolltest was in den Ofen stecken. Egal, ich stecke die Diamonds rein. Wollte ich? Ja. Was denn? Ja, so. Zeug. Und so? Warum geht das jetzt auf einmal? Was für ein Scheiß? Weil Marco klug ist und einfach das Ding rausgehoben hat und wieder rein. Ja, aber. Das war eher die Dummheit von Marco, weil das eigentlich nichts damit zu tun hat. Das ist doch logisch. Ja, nein, weil die Diamond Pipes hatte ja nichts damit zu tun. Das war die Eisenpipe, die es weggelöscht hat schon. Ja, Adam. Manchmal ist wohl Dummheit doch klüger wie Intelligenz. Weisheit des Tages, oder? Ja. Genau, jetzt brauche ich trotzdem Recycler, weil jetzt hier die Steine rausploppen ins Nichts. Ach, Bob kümmert sich schon drum. Wollen wir mal kurz schlafen gehen? Das ist Frankie, Mann. Frankie, ja. Frankie Bob Jr. Da ist ein Monster nearby, ich kann hier nicht schlafen. Ich schon. Moment, ich schiebe ihn ein bisschen weg. Das geht immer noch nicht. Ich muss mein Bett umbauen, Moment. Hier kann ich schlafen. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht.